Frage stellt Dr. Dirk Spaniel für die AfD. Ja, vielen Dank. Meine Frage geht an den Staatssekretär Brunold vom Umweltministerium. Die Deutsche Umwelthilfe drangsaliert die Bürger in unseren Städten und führt sie, die Regierung, in unzähligen dieser Städte als zahnlosen Tiger praktisch vor. Die Stickoxide, um die es hier geht, sind hinsichtlich ihrer gesundheitlichen Wirkung durchaus umstritten. Die Grenzwerte, die überschritten werden, das hat nichts damit zu tun, dass sich die Situation verschlimmert hat. Die Schadstoffbelastung der Luft war nie geringer als heute. Und gerade deutsche Politiker, vorwiegend mit grüner Parteiorientierung, haben daran gearbeitet, die Grenzwerte auf absurd niedrige Werte zu senken. Und das Spiel über Bande haben die Grünen auch eingeführt. Sie brauchten eine Organisation, die abstruse Forderungen stellt, auf die eine Regierung dann nur noch reagieren muss. Das Umweltbundesamt, eine Behörde ihres Ministeriums, hat der DOH den Status einer klageberechtigten Vereinigung zugesprochen und diese mit Steuergeldern jahrelang finanziert. Was genau plant diese Regierung, um diesen unsäglichen Zustand zu beenden? Vielen Dank. Wer möchte antworten? Keiner. Wollen keiner. Das ist eine Umweltfrage. Da Sie Herrn Staatssekretär Brunold direkt angesprochen haben, bin ich gerne bereit, ihm die Beantwortung der Frage zu überlassen. Sehr geehrter Herr Kollege, die Klagen der Deutschen Umwelthilfe waren ja mehrfach Gegenstand der Debatten in diesem Haus und auch in der Befragung der Bundeskanzlerin beim letzten Mal, als wir hier in der Fragestunde zusammengekommen sind. Die Werte, um die es geht, die Grenzwerte, sind abgeleitet von den Grenzwerten der Weltgesundheitsorganisation. Diese sind vor über 10 Jahren in nationales Recht überführt worden. Und jetzt geht es um die Einhaltung dieser Werte. Die Deutsche Umwelthilfe ist ein Verband, der klageberechtigt ist und dafür Sorge tragen kann, dass vor Ort diese Grenzwerte eingehalten werden. An der Frage, dass Sie solche Klage erheben, besteht aus Sicht der Bundesregierung erst einmal überhaupt keine Bedenken. Es gibt anderweitige Bedenken, die auch in der letzten Fragestunde deutlich geworden sind, über das Verhalten der Deutschen Umwelthilfe insgesamt und die zum Gegenstand von Überprüfungen der Gemeinnützigkeit gemacht werden. Vielen Dank.